Hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Another Brick in the Mall. Ja, stehen geblieben, wo ich hier in der letzten Folge schon angefangen habe, was zu bauen. Wollte ich jetzt mal gucken, wie das hier mit dem Lager jetzt funktioniert. Wenn ich das denn jetzt abreiße. Okay, doch einfacher als gedacht. Ja, ich wollte halt feststellen erstmal, was passiert, wenn ich dieses Lager abreiße. Ob er dann die ganzen Kisten... Okay, ob er denn die ganzen Kisten, abtragen muss. Aber okay, jetzt habe ich es gerade feststellen können. Warum ist da jetzt noch Licht? Moment. Warte mal, wir löschen jetzt erstmal... Okay. Das wird wahrscheinlich dann der Grund sein. Dann kann ich da noch eine Wall reinkloppen. Dann baue die mal kurz ab, genau. Ach, okay. Da hat er noch ein Stück Lager. Kann man das denn... Ja, okay. So, Wall. Zack. Und dann kann da auch niemand mehr durchlatschen. Und in der letzten Folge habe ich schon erwähnt, vielleicht wäre es ein bisschen besser, das Lager mehr zentral zu packen. Oder vielleicht sogar hier ein Lager, da ein Lager. Das ist mir noch so eingefallen. Würde vielleicht auch Sinn machen. Also das Beste fände ich natürlich wirklich in der Mitte. Weil dann könnten die Lagerarbeiter von hier direkt in alle Richtungen latschen. Momentan ist hier ein bisschen doof, dass es so ewig lang dauert. Und jetzt muss ich... mir fällt gerade ein, ich muss natürlich hier noch... Fällt mir gerade so spontan ein, bevor ich da was machen kann. Ich muss ja erstmal das Lager wieder zuweisen, sonst kommt ja keine Lieferung. Sonst hätte ich jetzt im nächsten Tag ganz schön alt ausgesehen, also jetzt heute um 8 Uhr, dass da nichts kommt. Und dann wollte ich ja die ganzen Sachen hier umstellen. Dazu werde ich erstmal die ganzen Regale wieder füllen und zwar mit, ja, nehmen wir alles einmal, würde ich sagen. Ist, glaube ich, jetzt erstmal so mit am einfachsten. Und dann gucke ich nochmal, was generell gebraucht wird. Also hauptsächlich. So, Cookies. Dann brauchen wir da noch 3. Also jetzt brauche ich noch 3 von den normalen Regalen. Da steht natürlich jetzt 1 im Weg. Das reißen wir mal ab. Warte mal, da, Objects, nee, da, das kommt weg, kommt jetzt generell mal weg, 4 Stück waren das, ne, wobei das eine war, glaube ich, Brot, wo ist es denn, da, so, muss ich jetzt nochmal gerade gucken, das war jetzt, nee, okay. Pasta und Reis, Kaffee. Okay, dann werde ich da doch noch eine Reihe bauen. Dann Pet Food und dann mache ich nochmal Soda. So, hier kommt rein Soda, Wasser. Moment, kann ich das so machen? Zack, Wasser. Und dann die Sachen hier, natürlich Eiscreme. Milch. Okay, shit. Das reicht nicht. Pizza. Ja, Fisch fehlt. Warte mal, bis wohin gehen die? Ne, okay. Dann, shit. Machen wir... Moment, was ist hier denn drauf? Hatte ich denn hier rauf gemacht? Shit. Weiß ich nicht mehr. Nein! Weiß nicht mehr. Scheiße, weil jetzt fehlt natürlich das andere. Ach, Manno. Remove. Warte mal, in welche Reihenfolge habe ich das denn gemacht? Zack, so wie das hier aussieht, habe ich das. Candies. Kann man nicht irgendwie nachschauen, was da drauf ist? Ja, doch, tatsächlich. Snacks habe ich da drauf gehabt. Okay. Snacks. Zack. Und dann machen wir zusätzlich nochmal Soda und nochmal Cookies. So.
Dann kann das weg, das weg. Das ist erstmal weg hier. Ja, ich klaue ich zwar jetzt das Angebot. Dazu kommt aber jetzt noch ein neues. Und zwar, meine Güte, ich komme hier mit diesen Reitern teilweise nicht klar. Und zwar davon kommen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nummer 2, 4, 6. Ich hoffe, das reicht dann. Und hier kommt jetzt nochmal ein Kühlregal hin. So. Mal gucken, wie ich das nach rechts noch gestrickt bekomme. So, was bekomme ich denn hier? Ui. Ist ja deutlich mehr geworden, wa? Warte mal, das sind 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Sachen. Krass. Okay. 17 Sachen. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, also komplett das gesamte Kühlregal, wie es jetzt hier steht, kommt so weg. Natürlich muss ich jetzt aufpassen, dass ich den laufenden Betrieb nicht kaputt mache. Deswegen warte ich hier jetzt kurz mal, bis die Regale aufgefüllt haben. Was ist hier schon wieder? Hier ist wieder das mangelnde Restaurant erwähnt. Ja, was soll ich machen? Ich hab's ja noch gar nicht erforscht. Ich habe jetzt 18,4 Man-Hours. Das ist zu wenig. Das dauert zu lange mit dem Researchen. Obwohl jetzt schon zwei Damen hier am Tippen sind. Und ich habe... Alter, was? 1000 minus. Das zu meiner Spitzenzeit. Ah ne, Quatsch, die Spitzenzeit war ja um 18, glaube ich, ne? 7 oder 14 Uhr? Irgendwie sowas, ne? So, die beiden Sachen kommen hier auch weg. Remove die beiden. So, das Kühlregal ist jetzt aufgefüllt. Dann können die jetzt erstmal weg. Und das ganze Brotzeug, das kommt natürlich auch noch irgendwo hin. Ja, wo klatschen wir das denn hin? Vielleicht daneben. Genau, jetzt packe ich erstmal noch die... So, das waren jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Okay, die beiden noch. Die lasse ich aber kurz mal stehen. Erstmal werde ich die Regale auffüllen. Weil sonst wissen die Leute ja nicht mehr, was sie kaufen können. So. Wenn ich das richtig sehe, werden hier auch Sachen gerade angeboten, die ich auch in einen anderen Laden klatschen könnte. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Warte mal gucken. Es wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, daraus noch einen neuen Shop zu bauen. Aber da habe ich natürlich das Money momentan nicht für. So, ich muss mir jetzt kurz mal hier überlegen, was ich jetzt schon drin hatte. Die beiden Sachen. Und was hatte ich jetzt als letztes? Creme. Genau, die beiden. Muss ich mir gerade mal merken. Toilettenpapier. First Aid. Drugs. Dann kommt das weg. Move. Dann mache ich hier, glaube ich, komplett so ein... für Brot und sowas. Brot, Obst, etc. Objects, genau hier. So. Und hier mache ich zwei neue Regale. So, genau. Das hatte ich jetzt als letztes Drugs. Okay. Dann kommt danach da unten das rein. Dann kann ich hier Spielzeug reinpacken und hier... Spielzeug und Car Toys, genau. So, und hier unten können wir einfach nochmal. Das haben wir noch nicht so häufig. 1, 1, 1. Mal kurz bei den Needs gucken. Bier, nee.
Okay, Drugs brauchen sie ganz viel. Wobei, das könnte ich... Achso, hier habe ich ja keinen Platz mehr. Ich weiß gar nicht, ob sich das hier überhaupt rentiert. Wie sieht es denn hier aus? Okay, doch, der macht noch Plus. Wie sieht es bei ihm aus? Der macht auch Plus, aber zu wenig Plus. Und hier steht gar nicht, wie viel Geld verloren geht. Okay, auch schön. So. Dann... Hier einmal alles von oben nach unten durch. Sind ja nur drei Material, drei Angebote. Drei Nahrungsmittel. Die Kassen muss ich dann einmal drehen. Wobei, warte mal, hier ist ja eine noch frei. Dann kann ich die erstmal abreißen. Da freut sich der Mitarbeiter. Und das scheint auch erstmal so... Okay, die brauchen natürlich jetzt ewig erstmal die ganzen Regale aufzuräumen. Beziehungsweise einzuräumen. So. Und dann kann ich nämlich... Das kann ich theoretisch so stehen lassen hier. Jetzt kann ich nämlich, weil ich... Jetzt habe ich ja quasi den gesamten Laden nochmal hier aufgebaut. Ich biete jetzt alles einmal an. Zwei Sachen sogar zweimal. Und jetzt hier kann ich nochmal alles hinstellen, was zusätzlich gebraucht wird. Also die, wo der Need oder die, der Bedarf hier ein bisschen höher geht. Also hier von Drugs zum Beispiel, wo das... Ich glaube, ich werde erstmal hauptsächlich bei Essen gucken. Ach, das kann ich sogar filtern. Das ist ja schön. genau. Warte mal. Okay. Ha, theoretisch könnte man nach diesen Kategorien eventuell sich so ein bisschen orientieren, wie man die Shops baut. So, und jetzt, wenn ich das hier so sehe, Candies kann ich nochmal, also ich kann von jedem Produkt noch einmal ein Regal bauen, außer von Kaffee und Tee, wobei das liegt wahrscheinlich daran, weil ich da schon eins habe, ein zweites oder drittes. Aber hier zum Beispiel frisches Brot. Da sind ja jetzt zwei Auslagen, da könnte man eventuell noch was machen. Dann im Kühlregal kann ich noch einige Sachen reinpacken, genauso wie Fisch. Und Pizza einmal, ja. Okay, also da weiß ich auf jeden Fall schon, was ich zu tun habe, um das so ein bisschen auszugleichen. Ich muss mal gerade... Können, wenn ich jetzt... Oh, ich muss auch von meinem Geld achten. Ich habe nur noch 8000. Ich muss ja gucken, wie ich das hier so... Da kommt eine Kasse hin. Da kommt eine Kasse hin. Und die Kasse kann ich dann abreißen. So, ich mache momentan die ganze Zeit nur Minus. Warum? Die Sales gehen hoch. Wahrscheinlich, weil ich jetzt zu viel Kassierer habe. Schlimm. So, warte mal, ich baue jetzt hier noch eine Tür rein. Objects. Wo haben wir denn die Türen? Da. Dann kloppe ich hier nochmal irgendwo eine Tür rein, dass die Leute auch nochmal da reinkommen können. So. Die Auslagen sind... Okay, die brauchen zu lange. Das kann natürlich auch noch ein Grund sein, warum dann die Leute weniger kaufen, ne? Wenn ich nichts in den Auslagen liegen habe, können sie auch nichts kaufen. Macht Sinn, ne? So, was haben wir denn hier drin? Cookies. Soda. Candy Snacks. Candies. Theoretisch kann ich das fast alles so lassen hier, ne? Soda. Wasser. Weil das kann ich mal drehen. Da kann Fleisch. So. Fisch. Fisch, Soda. Pizza. Fleisch. So. Sie ist schön fleißig am Tippen. Kleidung.
58, okay. 18,4, das ist echt wenig. Also wenn ich bedenke, dass ich vor 24 Stunden pro Tag machen konnte. Also vor dem Update war es quasi, obwohl das schon lange gedauert hat, das Researchen, dauert es jetzt noch länger. Es sei denn, man hat mehr, also es hat natürlich das Potenzial, schneller zu sein als 24 Stunden. Dafür muss man natürlich aber erst ordentlich Leute einstellen, die wieder Geld kosten. Also es ist heftig. Also es ist ein bisschen schwieriger geworden. So, jetzt gucke ich mal in die Auslagen, in den Bedarf, weil die Auslage jetzt reingelegt worden. Frischer Fisch und, oh Gott, Milch, okay. Ja. Eigentlich ist der Laden dann immer noch zu klein, ne, wenn die Auslagen jetzt, oh Gott. Heftig, wie groß soll das denn werden? Milch, vielleicht mache ich nochmal einen extra Getränkemarkt. Frisches Brot. Solange da jetzt keine Kassen stehen, könnte ich ja eigentlich hier nochmal ein paar Sachen hinmachen. Und zwar die Sachen, die jetzt besonders viel gebraucht werden. Die kann ich ja dann später nochmal wieder abreißen. Das ist ja kein Problem. Hoppala. So quasi die Sonderangebote im Supermarkt. So, und zwar Brot. Warte mal, Brot wurde jetzt extrem gemacht, ne? Ja, oh Gott, extrem viel Brot. So, dann hatten wir hier Milch auf jeden Fall. Mal gleich zweimal. Dann gucken wir mal von den trockenen Sachen. Hier ist es sogar drüber, also Candies ist zu viel. Warte mal, hier drüben waren noch Candies, ne? Ne, Cookies. Candies. Hier können wir dafür Soda reinkloppen. Das war die falsche Taste. Soda brauchen wir, glaube ich. Steht das hier gar nicht? All Soda. Doch, brauchen wir immer noch. Wasser brauchen wir noch. Kosmetik. Okay. Kosmetik. Kosmetik, Kosmetik, Kosmetik. Da. Und Drugs hatten wir noch. Genau, das weiß ich noch aus dem Kopf. Hier können wir noch... Was, Petfood verkaufen wir gar nicht? Was? Moment. Habe ich das vergessen? Tatsächlich. Ja, dann. Petfood. So. Und... Ja, kein Restaurant, ich weiß. Was soll ich denn machen? Car Toys, Drugs, frisches Brot. Nee, ich meine jetzt von den Food-Sachen. Soda noch? Alter, ich habe schon 8 Regale mit Soda und es reicht immer noch. Nicht. Und Wasser. So, und hier... Drugs. Okay, da wird schon aufgefüllt. So. Weil von den Kassen her scheint es momentan ultra zu passen. Muss jetzt dafür sorgen, dass ich wieder plus... Okay, 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 okay. 17 Uhr war kurz plus. Jetzt geht's wieder hoch. Also ich muss jetzt auf jeden Fall müssen die Verkäufe... Weil die brechen hier gerade leicht ein. Die Verkäufe müssen hochgehen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich hier sehr große Umbaumaßnahmen hatte und die Leute dann teilweise nicht mehr das kaufen konnten, was sie wollten. Deswegen muss das jetzt erstmal wieder steigen. Aber es macht wieder Plus. Zwar erst zum Abend hin, aber immerhin, sieht gut aus. Ja, der Supermarkt ist jetzt auf jeden Fall gewachsen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle auch erstmal wieder Schluss. Ich würde auch sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denn machen würdet. Ich finde das jetzt schon riesig hier. Und ich glaube, ich brauche noch mehr Regale. Aber würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin, ciao.